Hallo, mein Name ist Kurt Blumenberg. Wir befinden uns hier in Kleinpaschleben nahe Bernburg und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, in dieser Videoreihe mit anzuschauen, wie wir das Problem mit Ackerfuchsschwanz im Betrieb angehen. Also es ist ein reiner Marktfruchtbetrieb. Wir haben Schwarzerdeböden, sind aber gebeutelt vom Regenschatten des Harzes. Wir haben in vielen Jahren weniger Niederschlag wie 400 mm. Fruchtfolge versuchen wir möglichst weit zu gestalten. Viele Getreidearten, Dinkel, Gerste, Weizen, Graugerste, Durum als so ein bisschen exotische Frucht, aber jetzt auch mittlerweile Leguminosen wie Sojabohnen, Zuckerrüben, Silomais, Raps. Dadurch, dass die Flächen des Betriebes nicht arrondiert sind, gestaltet sich die Herbizidmaßnahme im Betrieb auch je nach Standort sehr inhomogen. Es gibt Flächen, die eine Resistenz gegen Herbizide aufweisen, aber auch einen Großteil der Flächen, die noch keine Resistenz oder nur eine partielle Resistenz aufweisen. Dadurch können die Herbizide sehr unterschiedlich gewählt werden. Im Frühjahr werden wir dann Avoxa einsetzen, um auch eine Restverunkrautung von Dikotylen mit erfassen zu können und den Synergismus der Wirkstoffe im Avoxa nutzen zu können. Des Weiteren ist auch immer noch eine schöne Sache am Avoxa, dass man sich Sulfonylharnstoffbausteine freihält, wenn man nochmal einen Wechsel der Wirkstoffe einsetzen möchte, um gegen die Resistenz des Ackerfuchsschwanz entgegenzuwirken. Es ist bislang etwas Niederschlag gefallen. EC-Stadium ist 29. Der Boden ist leicht feucht. Luftfeuchtigkeit ist nahe 85%. Also perfekte Bedingungen für die Ausbringung von Avoxa. Grund der Applikation von Avoxa ist, dass wir immer noch eine Restverunkrautung haben. Jetzt wollen wir den Fuchsschwanz mit Avoxa bekämpfen. Schon im letzten Jahr konnten mit Avoxa gute Erfahrungen gesammelt werden. Besonders angenehm dabei finde ich die flüssige Formulierung, da bei anderen Herstellern die granulierte Form sich doch oft schlecht auflösen lässt und ja, die Stäube ja auch irgendwie ein bisschen anwenderunfreundlich sind, ist das mit Avoxa doch eigentlich eine ganz angenehme Sache. Ja, wie gut das funktioniert hat, können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ja, wir sind in den Herbst gegangen mit 116 Fuchsschwanzpflanzen pro Quadratmeter und die sind jetzt recht gut bekämpft worden durch Avoxa. Hier sind die Leichen davon zu sehen. Beim Auszählen kamen wir jetzt darauf, dass noch ungefähr 5 Pflanzen pro Quadratmeter lebensfähig sind. Als Fazit würde ich für diesen Standort ziehen dieses Jahr, dass Avoxa nicht das alleinige Allheilmittel ist, sondern halt ein Baustein in einem System nach Vorauflauf, nach Winterspritzung und im Frühjahr man mehrere Möglichkeiten dann hat, vielleicht einen Sulfonylharnstoff im einen Jahr einzusetzen und im anderen Jahr Avoxa, dass man ja verschiedenste Wirkungsmechanismen anspricht und dann nicht schon wieder eine Resistenz fördert.